Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Holzkugeln. Darum ging es in den letzten Videos schon so ein bisschen. In einem Video habe ich dir gezeigt, wie ich hier diese kugelfreie Hand gedrechselt habe. Und dann habe ich in einem von den letzten Videos versucht, eine Kugeldrehvorrichtung zu bauen. Das ging kläglich in die Hose und das hat mich ganz schön deprimiert tatsächlich. Jetzt hat mich dieses Thema wirklich so frustriert und ich habe mir gedacht, so komm, ich lasse es sein, ich mache lieber was anderes. Aber das ging ja dann auch nicht. Ich habe das angefangen. Und ich musste das dann fertig machen, egal wie und wie lange es dauert. Und ich kann eins sagen, es hat am Schluss ganz schön lange gedauert. Ich habe am Schluss irgendwie um die 70, 80 Stunden gebraucht, damit dieses doofe Ding funktioniert hat. Und heute in dem Video werde ich dir zeigen, wie die Kugeldrehvorrichtung funktioniert und was ich da jetzt noch vor allen Dingen anders gemacht habe. Die werde ich euch im Laufe des Videos dann zeigen, diese Vorrichtung. Ich zeige dir jetzt erstmal das Holz. Das müssen wir auch erst ein bisschen vorbereiten, dass wir dann diese Vorrichtung halt eben auch benutzen können. Ich habe hier ein Stück Holz von einem Kirschbaum. Das ist leider schon ein bisschen trockener. Besser ist es hier bei diesen Drechselarbeiten, wenn das Holz nass ist und es noch nicht gerissen ist. Denn dann kommen die Risse halt einfach ein bisschen schöner zur Geltung, weil halt das Ganze noch nicht gerissen ist, wenn man es halt eben drechselt. Da müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen den ganzen Dreck runternehmen. Da sind aber ganz schön viele Bewohner drin. Ich kann euch echt nicht sagen, wie lange das Ganze schon im Wald gelegen hat. Oh, das ist hier schon ganz vergammelt. We are family. I got all my sisters with me. Also das Stück Holz ist jetzt mal grob auf die Länge zugeschnitten. Es ist leider nicht mehr ganz so groß und es ist schon relativ trocken, weswegen wir hier schon ein paar Trockenrisse sehen. Aber zum Demonstrieren, damit ihr wisst, wie die Vorrichtung funktioniert, ist es trotzdem ganz gut. Jetzt geht es zur Drechselbank und das machen wir jetzt erstmal freie Hand, grob als mal rund. Das Stück Holz ist jetzt eingespannt und natürlich muss jetzt erstmal das Ganze so grob in die Form gedrechselt werden. Hierfür benutze ich hier diese Formröhre. Dieses Drechseleisen findest du auch bei mir auf der Webseite. Den passenden Link findest du unten in der Videobeschreibung. Das Spezielle hier ist halt eben, dass du zu jedem Drechseleisen auch noch ganz viel Input in Form von Videos bekommst. Das heißt, ich zeige dir, wie du es trocken, nass schleifst und wie man das Ganze halt eben auch benutzt. Wie gesagt, schau in die Videobeschreibung, dort findest du die passenden Links, ist meine eigene Webseite. Also Eigenwerbung und keine Fremdwerbung. Ich habe jetzt mal die Oberfläche als erstes geschrubbt, damit wir das Material wegbekommen. Und jetzt habe ich es so ein bisschen geschlichtet, damit ich sehe, okay, wo ist das Holz schön, wo will ich auf jeden Fall die Teile in der Kugel drin haben und wo halt eben nicht. Hier haben wir noch so ein Loch, das war übrigens kein Borkenkäfer, das ist so eine asiatische Laubholzbockkäferart, das, was ich auf die Schnelle gefunden habe. Und auf jeden Fall, genau, werden wir uns hier rechts dieses Stückchen hier rausnehmen. Ich werde jetzt hier das überschüssige Material auch als mal in den Schrägen wegdrechseln. Dafür nehme ich mir auch hier wieder den Durchmesser. Das sind in etwa 20 cm und das kann ich mir so auf meiner Kugel dann markieren. 20 cm, wir geben den ganzen rechts noch ein bisschen Luft. Das heißt hier, hier und in etwa hier. Einmal die Mitte markiert. Einmal die äußere rechte Seite markiert und einmal die linke Seite markiert. So, das Material hier muss auf jeden Fall weg und dann werden wir so die Schräge anarbeiten. Musik
Die Kugel ist jetzt ganz grob rund gedrechselt. Ich hole jetzt mal die Vorrichtung, mit der wir das Ganze perfekt rund drechseln werden. Montageplatte. Arm. Schneidapparillo. Ich werde die Vorrichtung jetzt einfach einmal montieren und dann werde ich euch ein paar Worte noch dazu sagen. So, das hier muss einmal rüber. Das hier ist einmal unsere Halteplatte. Die kann hier unten drunter. Hat tatsächlich keine Aufnahme, dass das Ganze hier immer korrekt eingespannt wird. Ich lege das Ganze hinten einfach bündig an. Das reicht tatsächlich von der Genauigkeit her. Das können wir jetzt einmal festspannen. Das hier ist quasi sowas wie ein Gleitlager. Vorher hatte ich hier ja Kugellager. Und das Ganze habe ich jetzt ersetzt, denn dieses Stück Metall, das hat, wenn das Ganze einmal auf dem Anschlag ist, das heißt, wenn Belastung draufkommt, bewegt sich hier gar nichts mehr. In einem Kugellager hat man dann immer noch ein bisschen Spiel. Das hier ist dann auch schon das passende Gegenstück. Das passt hier rein und dann haben wir auch hier unseren Drehpunkt. Also wir haben hier so minimal Spiel, aber wenn die Kraft von oben drauf kommt, haben wir halt eben so gut wie gar kein Spiel mehr. Als nächstes kommt dann noch hier dieses Teil. Das lässt sich hier drehen, weil man braucht einfach so diese Flexibilität, auch wenn man dann erst die rechte Seite bearbeitet und dann die linke Seite, muss man das Ganze halt eben ein Stück hochheben, weil die Kugel ja hier ihren Hochpunkt hat. Das hier ist im Prinzip ein selbstgebauter Reitstock. Hier vorne haben wir einmal eine Schneidplatte, irgendwie so heißt sie. Die ist schon leider arg in Mitleidenschaft gerissen worden bei den ersten Versuchen. Die habe ich jetzt aber so gemacht, dass ich theoretisch hier vorne auch ein HSS-Stück angeschliffen reinsetzen kann. Das Ganze wird nämlich nur hier vorne über die Schraube gehalten. Also habe ich mir hier vorne quasi eine eigene Werkzeugaufnahme auch gebaut. Das fahren wir jetzt ganz ein, spannen das hier einmal fest. Und jetzt können wir erstmal grob den Durchmesser einstellen. Dafür habe ich mir hier zwei Flachstellen auf meinem gedrehten Rundteil gefräst. So, das stelle ich mir jetzt so ein. Jetzt haben wir einfach unseren groben Durchmesser und jetzt kann ich es auch wieder festziehen. Der riesen Vorteil, beziehungsweise es ist ja ein anderes System. Bei der anderen Vorrichtung hat man hier dieses Teil bewegt und jetzt bewege ich halt das komplette Teil hier mit dem Arm. Und durch hier diese 45 Grad Schräge haben wir halt einfach ein großen Vorteil, was die Stabilität angeht. Ich fange jetzt immer auf der rechten Seite an, bewege meine Arme hier in etwa hin und kann jetzt tatsächlich schon loslegen. Ey, das gibt's doch nicht, das ist der klassische Vorführeffekt, oder? So sieht die Oberfläche mal aus. Man muss immer noch ein bisschen mit der Vorrichtung aufpassen, denn gerade hier, das habt ihr am Anfang gesehen, verreißt sich das so ein bisschen. Aber ich lasse hier einfach den Schutz ein bisschen größer, den drechsel ich dann am Schluss freie Hand weg. Das funktioniert auch ganz gut. Es geht ja wirklich hier um den Großteil, dass man das schön schnell mit einer Kugeldrehvorrichtung schön rund bekommt.
Was die Kapazität hier von meinem Reitstock, so nenne ich es mal, angeht, bin ich jetzt hier langsam am Ende angekommen. Deswegen muss ich das Ganze einfach ein bisschen nach rechts drehen. Dann habe ich wieder mehr Hub, den ich hier auch ausüben kann. So, den drehe ich jetzt mal so rein. Das Ganze verdrehe ich jetzt hier so rum. Passe das hier in etwa an. Schaue ich mal, ob ich noch weit genug rüberkomme. Und das reicht auch schon. Der Großteil der Kugel ist jetzt fertig. Jetzt habe ich natürlich vorn und hinten diese zwei Stutzen. Die kann ich jetzt aber relativ einfach mit einem normalen Drechseleisen noch wegdrechseln. Das war die erste Seite. Ist schön geworden. Die Kugelform ist jetzt soweit fertig. Leider bleibt uns aber auch hier die Schleifarbeit nicht erspart. Das bedeutet, jetzt wird das Ganze erstmal schön fein geschliffen. Nicht wundern, ich fange hier ganz am Anfang mit dem Winkelschleifer an, damit ich einfach so ein bisschen die Schneidmarken rausbekomme. Geht einfach ein bisschen schneller. Danach nutze ich hier den Teller von meinem Schleifgriff, eingespannt in meinem Akkuschrauber. Da kann ich einfach ein bisschen aggressiver vorgehen. Die Kugel ist jetzt fertig geschliffen und jetzt kann es auch ausgespannt werden. Der Großteil unserer Kugel ist jetzt fertig. Wir haben schon mal die perfekte runde Form, sieht auch wirklich sehr, sehr gut aus. Nur haben wir jetzt halt noch hier diese beiden Stutzen. Es gibt Möglichkeiten, dass man das Ganze in der Drechselbank fertig macht, aber ich finde es einfach ein bisschen einfacher, wenn man das jetzt von Hand abschneidet und es dann einfach noch ein bisschen schleift. Das werde ich jetzt machen, das gibt es für euch im Schnellraffer und dann werden wir mal das Holz behandeln. Die Kugel ist jetzt fertig geschliffen und jetzt kommt wie immer der schönste Moment und zwar kommt jetzt das Finish drauf. Als Finish benutze ich in dem Fall wieder mein eigenes Finish, das Konterholz-Finish. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze fertig aussieht. Schaut euch mal an, wie toll diese Kugel jetzt schlussendlich noch geworden ist. Eine richtig, richtig schöne Holzkugel aus einem schönen Stück Kirschholz. Ich wollte eigentlich noch was vorbereiten, das war aber leider auch ein kleiner Fail. Also diese Kugeln haben es echt in sich. Ich zeige dir mal, was passiert ist. Ich habe hier noch ich hatte noch ein Stück Lindenholz hier. Da habe ich jetzt auch eine Kugel draus gedrechselt, aber das Holz ist leider, irgendwie ist es diesmal so weich gewachsen, dass hier extreme Ausrisse drin sind, auch trotz, dass wir einen relativ guten Schneideinsatz benutzt haben. Ist ein bisschen schade, die wäre bestimmt auch schön geworden, aber es wäre zu viel Aufwand, aus diesem schlechteren Stück Holz noch eine schöne Kugel draus zu drechseln. Naja, aber die Größe geht auch. Ich denke, das hier war jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass sich dranbleiben wirklich auszahlt bzw. lohnt. Es hat zwar jetzt am Schluss super, super lange gedauert, aber ich habe es jetzt doch noch hinbekommen mit der Vorrichtung, diese schöne Kugel herzustellen. Sie ist auch wirklich sehr gleichmäßig geworden. Schönes Holz, also die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Leider hat es jetzt bei der großen Kugel nicht funktioniert, aber da haben wir halt eben ein Problem, dass das Holz halt eben nicht so gut ist.
Wie gesagt, normalerweise ist Lindenholz top, aber es kann sein, dass das hier schon zu lange liegt und es deswegen so ein bisschen weich geworden ist. Ich werde aber mal schauen, dass ich wieder an ein bisschen Hartholz rankomme. Dann werde ich diese Kugeldrehvorrichtung auch mal bei größeren Stücken ausprobieren und die auch dann komplett frisch sind. Ich denke, dann werden die Späne noch ein paar Meter weiter fliegen. Auf jeden Fall, wenn du das nicht verpassen willst, würde es mich freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Ansonsten kann ich dir dieses Drechsel-Video empfehlen. Und wenn dich Drechsel nicht so grundsätzlich interessiert, dann kann ich dir das untere Video empfehlen. Genau, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.